Bevor ich das Skalarfeld definiere, möchte ich die Schraubenlinie bauen, weil entlang dieser Schraubenlinie möchten wir dann über das Skalarfeld integrieren. Dazu verfolgen wir mal eine Punktmasse, die sich von hier unten aus entlang der Schraubenlinie bewegt. Okay, wir stellen die Schraubenlinie ins kartesische Koordinatensystem und zwar so, dass die Z-Achse genau die Mitte von diesem Kreis hier unten durchstößt. So, ich zeichne es gleich nochmal in der Draufsicht. So, hier soll also dieses Teilchen sein und sich entlang dieser Schraubenlinie nach oben bis hierher bewegen. Okay, wenn ich jetzt hier von oben drauf schaue auf diese Schraubenlinie, dann sehe ich ja nur einen Kreis. Ja, hier ist Y und hier X. Jetzt, wenn ich dieses Objekt, man kann sich eine Punktmasse vorstellen, etwas weiter auf meiner Schraubenlinie entlang bewege, dann bin ich ja Pi mal Daumen jetzt hier meinetwegen. Und dann kann ich natürlich die Position von dieser Punktmasse über diesen Winkel am besten ausdrücken. Ja. Dieser Winkel Phi eignet sich wunderbar als Parameter, denn ich kann über diesen Winkel die Koordinate x von diesen Teilchen und die Koordinate y von diesen Teilchen ausdrücken. Nämlich, ich beziehe mich auf Winkelfunktionen, die besagen, Cosinus von Phi im rechtwinkligen Dreieck, ja, wir haben hier sozusagen ein rechtwinkliges Dreieck. Hier ist dieser rechte Winkel. Ja, und dann kann ich die Winkelfunktionen benutzen, wenn ich ein rechtwinkliges Dreieck vor mir liegen habe. Ja, das geht natürlich dann, weil wir hier einen Kreis haben, für jeden Winkel, ja. Es gibt für den Winkel Phi von 90 Grad, zu dem kann ich natürlich kein Dreieck mehr gewinnen, ja, weil ich habe ja dann hier nur eine Gerade sozusagen. Aber durch das, dass ich hier die Winkelfunktionen verwende und den Cosinus hier mit einbeziehe, habe ich natürlich für 90 Grad einen Funktionswert, ja. Der Cosinus liefert mir bei 90 Grad den Funktionswert 0, ja. Also bei 90 Grad ist der Cosinus 0. Gut. Ja, wir setzen hier zwar in dem Quadranten an, über die Winkelfunktionen, aber die sind dann auf den Kreis bezogen, überall gültig, ja. Ich kann zu jedem Winkel hier, ab hier gerechnet, immer ein Verhältnis finden. Ja. Okay. Gut, also Cosinus von Phi ist gleich Ankathete zur Hypotenuse. In unserem Fall ist die Ankathete nichts anderes als x und die Hypotenuse der Radius von diesem Kreis. Ja, den bezeichne ich jetzt an der Stelle mal mit Groß R. Und jetzt haben wir das Ziel erreicht, denn ich habe jetzt meine x-Koordinate von dieser Punktmasse über diesen Parameter ausgedrückt. Ich brauche ja nur noch diese Gleichung umstellen. Ich schreibe es mal hier. Cosinus von Phi mal R muss x sein. Somit ist das hier x nichts anderes als Cosinus von Phi mal r. Es funktioniert mit y auch. Da verwende ich die andere Winkelfunktion. Sinus von Phi ist Gegenkathete zur Hypotenuse. In unserem Fall ist die Gegenkathete die Koordinate y und die Hypotenuse, na, da hat sich nicht viel geändert, ist r. Also auch hier gewinne ich durch Umstellen. Y ist gleich Sinus von Phi mal r. Also habe ich auch die Y-Koordinate von diesem
Teilchen hier ausgedrückt über den Parameter Phi. Gut, jetzt gehen wir mal wieder hier hoch zu unserer Schraubenlinie. Das ist ja, die Draufsicht bezieht sich auf den R2, das ist ja eine Ebene. Ja. Jetzt gehen wir wieder in die 3D-Anschauung, in den R3 zurück auf unsere Schraubenlinie. Okay, ich bin hier unten mit dem Teilchen. Wenn jetzt dieses Teilchen einen Umfang von 2πr zurückgelegt hat, also beziehungsweise eine Wegstrecke von 2πr, dann bedeutet das, okay, ich bin mit meinem Teilchen hier und einmal um den Kreis hier mit dem Radius groß R gewandert. Wir müssen aber nach oben auch, ja. Wir müssen ja die komplette Schraubenlinie mit dem Teilchen hier zurücklegen. Also die komplette Wegstrecke ist diese Schraubenlinie. Wenn ich jetzt nur in der Ebene bleiben würde und nichts mit der Koordinate Z machen würde, dann würde ich ja nur diesen Kreis hier durchlaufen. Ich muss aber auch nach oben mit der Koordinate Z muss was passieren. Was soll ich da machen? Ich muss ja auch Z über diesen Parameter hier ausdrücken, ja? Dann habe ich alle drei Koordinaten von diesen Teilchen über diesen Parameter Phi ausgedrückt. Oder anders formuliert, ich habe dann die komplette Schraubenlinie durch einen Ortsvektor beschrieben, denn ich kann mir hier einen Ortsvektor vorstellen, R von Phi, ja, der abhängig von Phi, ja, jede Position meines Teilchens hier angibt, bis mein Teilchen letztlich hier oben ist. Ja. Gut, also naheliegend ist einfach zu sagen, okay, ich will, dass mein Teilchen pro durchlaufenden Umfang, also einmal um den Kreis, eine Höhe von 1 zurückgelegt hat. Okay, Höhe von 1 bedeutet Z1, also muss Z 1 durch 2π mal Phi sein. Und ich sage, Phi muss dann, naja, aus dem Intervall von 0 bis 2π laufen. Ja? Wenn mein Teilchen bei Phi 0 startet, das wäre hier, ja, und dann einmal um den Kreis fährt, das wäre dann bei 2π, okay, dann setze ich jetzt hier mal gedanklich 2π ein. Der Vorfaktor sorgt dafür, dass ich hier dann fleißig kürzen kann und was überbleibt, wäre dann z gleich 1, genau das, was ich wollte. Also steht unser Vektor, unsere Schraubenlinie wird vollständig durch diesen Ortsvektor beschrieben, nämlich r mal Cosinus von Phi, r mal Sinus von Phi und hier habe ich 1 durch 2 Pi mal Phi. Und zwar für Phi aus diesem Intervall. Okay, das ist unsere Schraubenlinie. So, und entlang dieser Schraubenlinie wollen wir jetzt ein Skalarfeld integrieren. Dazu müssen wir ein Skalarfeld definieren. Wir sagen, okay, wir schauen uns alle Vektoren im Raum an und dann kriegen wir eine Zahl raus. Wir schauen ja Skalarfelder an, beziehungsweise ein Skalarfeld jetzt im Raum, jeden Raumpunkt, ja, gerechnet vom Ursprung weg, ja, jeden Raumpunkt kann ich mit einem Ortsvektor beschreiben. Also zu jedem Ortsvektor, ja, gibt es eine Zahl. Ja, wenn ich jetzt Energie nehmen würde, hier 5 Joule, hier 6 Joule, hier 2 Joule, ja, und so weiter. Für jeden Raumpunkt. Wir brauchen uns natürlich keine Gedanken machen um den kompletten Raum, weil wir wollen ja nur entlang unserer Schraubenlinie über dieses Skalarfeld, das wir gleich definieren werden, integrieren. Ja, also werde ich mir nur Punkte anschauen, ja, nur Skalare, die wo auf dieser Schraubenlinie drauf liegen. Der Rest hier außenrum interessiert nicht. Ja. Okay. Also wir definieren Folgendes. Wir sagen Phi von x, y, z, ja, ist gleich,
Wir machen es uns einfach x Quadrat plus y Quadrat plus z. Okay? Gut. Naja, wenn wir nur Skalare auf der Schraubenlinie anschauen wollen, dann bedeutet es, ich muss mein Skalarfeld über ja, meine parametrisierte Schraubenlinie ausdrücken, beziehungsweise als Funktion der Zeit schreiben. Ja? Also, r Quadrat mal Cosinus Quadrat von Phi plus r Quadrat mal Sinus Quadrat von Phi plus, naja, Phi durch 2 Pi. Jetzt können wir hier r Quadrat ausklammern, dann steht da Cosinus Quadrat von Phi plus Sinus Quadrat von Phi plus Phi durch 2 Pi. Das ist der trigonometrische Pythagoras, das ist 1. Also kann ich das hier vergessen. R Quadrat mal 1 ist R Quadrat und den rutsche ich etwas näher hin. So. Gut. Ja, jetzt schauen wir uns mal das Integral an. Wir brauchen nämlich da einige Elemente. Wir integrieren ja entlang der Schraubenlinie. Die Schraubenlinie wird durch diesen Vektor hier definiert. Jetzt haben wir das Skalarfeld. Und zwar interessieren wir uns nur für Skalare auf der Kurve. Okay. Ja, mal Betrag von ja, diesen Ortsvektor, der meine Schraubenlinie beschreibt, aber die Ableitung davon. Jetzt kann ich hier nicht Punkt schreiben, weil wir hier einen anderen Parameter als die Zeit haben. Der Punkt bezieht sich immer auf die Zeit. Ja? Also muss ich hier für die Ableitung etwas anders schreiben, nämlich, okay, wir schreiben die Ableitung nach dem Parameter ebenso. Nach d phi. Das ist unser Integral. Warum das so ausschauen muss, naja, das habe ich ja im externen Video erklärt. Ja, wen das interessiert, den verweise ich aufs externe Video. Warum da jetzt die Ableitung drinstehen muss, das haben wir uns sehr anschaulich herleiten können. Und deswegen sehe ich auch keinen Sinn, das hier an der Stelle zu wiederholen. Ist ja alles schon da. Gut, was machen wir jetzt? Jetzt habe ich die Funktion, ja, beziehungsweise mein Skalarfeld ausgedrückt über meine Kurve. Gut, naja, und jetzt brauche ich mal das hier, Betrag von der Ableitung. Also leiten wir erstmal unsere Kurve ab. So, das ist minus r mal Sinus von Phi. Das ist r mal Cosinus von Phi. Und das hier unten, ja, schauen wir nochmal zurück. Hier steht's. Das ist einfach 1 durch 2 Pi, ja, weil hier steht ja nur Phi. Okay. Also 1 durch 2 Pi. Gut. Davon den Betrag. Okay. R Quadrat mal Sinus Quadrat von Phi plus R Quadrat mal Cosinus Quadrat von Phi plus 1 durch 2 Pi quadriert ist 1 durch 4 Pi Quadrat. Okay. Wieder dasselbe Spiel. Ich kann hier R Quadrat ausklammern. Dann habe ich hier wieder dann den trigonometrischen Pythagoras ist 1. Dann bleibt tatsächlich, können wir die Wurzel sogar ein bisschen kleiner schreiben. Das hier stehen r Quadrat plus 1 durch 4 Pi Quadrat. So, jetzt schreibe ich das mal auf einen Bruch. Dann habe ich da stehen r Quadrat mal 4 Pi Quadrat plus 1 durch 4 Pi Quadrat. Jetzt kann ich mal vom Nenner die Wurzel ziehen. Dann schaut das Ganze schon mal besser aus. Okay, so. Okay. Ja, jetzt ab damit ins Integral. Und jetzt können wir das Integral berechnen. Ja. So.
Phi läuft von 0 bis 2 Pi. Ja, wir müssen einmal um den Kreis rum. Also haben wir Integral von 0 bis 2 Pi. So, jetzt einfach das einsetzen, was wir hier raus hatten. Ja, das haben wir auch gerade berechnet. So. Jetzt haben wir hier eine Summe. Also kann ich hier das Integral in zwei Teilintegrale schreiben. Also zum einen Integral von 0 bis 2 Pi über r Quadrat mal Wurzel über r Quadrat 4 Pi Quadrat plus 1 durch 2 Pi nach d Phi plus Integral von 0 bis 2 Pi über Wurzel über r Quadrat 4 Pi Quadrat plus 1 durch 4 Pi zum Quadrat. Also das und das gleich zusammenfassen, ergibt 4 Pi Quadrat. Ja, und dann brauche ich hier hinten noch mal Phi. Naja, und dann nach d Phi wird integriert. Gut, also die beiden Integrale hier, 1, 2, rechnen wir aus. Also wir suchen eine Stammfunktion. Ja, die erste wäre r Quadrat mal Wurzel über r Quadrat 4 Pi Quadrat plus 1 durch 2 Pi mal Phi in den Grenzen 2 Pi und 0 plus zweite Stammfunktion r Quadrat 4 Pi Quadrat plus 1 Wurzel drüber durch 2 Pi mal r Quadrat mal Phi in den Grenzen. Das brauchen wir nicht. Wir haben hier schon Phi drin stehen. Schauen wir lieber nochmal zurück. Ja, also habe ich Phi zum Quadrat halbe. Okay. Hier haben wir ja zusammengefasst. Also können wir hier schreiben 4 Pi zum Quadrat mal 4 Phi zum Quadrat halbe. So schaut das gut aus. In den Grenzen 2 Pi und 0. Na, jetzt einfach einsetzen. Dann habe ich hier r Quadrat mal Wurzel über r Quadrat 4 Pi Quadrat plus 1 plus 1 halb mal r Quadrat mal Wurzel über r Quadrat 4 Pi Quadrat plus 1. Jetzt steht hier einmal der Ausdruck und hier steht 1 halb mal der Ausdruck. Also mach doch zusammen. Ja, 1 plus 1 halb, 3 halb mal der Ausdruck. Also, unser Integralwert steht. Ja, fertig. Gut. Jetzt haben wir sozusagen das Skalarfeld über diese Raumkurve, über diese Schraubenlinie integriert. Ja? Das ist unser Wert. Gut.